Let's Play Games. Geil. Die haben noch ein paar Cores, aber auch nicht so viele. Jakant hat vor allen Dingen Claims hier überall. Usbekistan ist groß. Usbekistan könnten wir angreifen. Können wir die vasalisieren? Lass mal gucken. 111%. Nee, leider nicht. Okay. Wir sollten aber hier auf jeden Fall claimen und in Usbekistan auch, wenn wir dann wieder einen Diplomaten frei haben. Gleich, wenn er von den Osmanen zurückkommt. Also Mutapa und dann eben in der Region Nogai, Usbekistan, Yarkand und Sindh. Malwa meine ich, sorry. Und dann eben später auch Bamanis. Oder Jaunpur. Multan werden wir schlucken, auf jeden Fall Delhi. Puh. Aber erstmal müssen wir das Desaster vor allen Dingen auch noch abwenden. Wir sind schon bei 10% Fortschritt. Progress ist blind. Oh, 24%. Und da kommen äthiopische Separatisten. Yay. Macht euch auf den Weg. Und gleich kommen Mogadischu, das heißt, die Truppe steht hier schon ganz gut. Alright. Und wir können wieder verwestlichen, was wir nicht wollen. Ich glaube nicht, dass wir es noch hinkriegen. Warum um alles in der Welt können wir eigentlich verwestlichen? Ist das Schirwan vielleicht westlich? Nein. Die Osmanen westlich? Nein. Tunesien? Tunesien ist westlich, okay. Marokko dann wahrscheinlich auch. Nee, Marokko noch nicht, okay. Wie hat Tunesien das jetzt geschafft? Wo haben die noch Provinzen? Oh, hier in die Balearen, erobert von Spanien. Okay. Und damit verwestlicht. Ja, nützt uns nicht wirklich was. Denn dafür ist unser Land viel zu instabil. Westlichen können wir uns echt nicht erlauben. Aber wir haben Kohle. Wir haben 1000 Dukaten. Das gefällt mir gerade. Vielleicht kann man damit nochmal irgendwann was starten, was anfangen. Dass die Truppe mal lieber hier hinstellen und einen besseren Zugriff hat auf die Region, die halt wirklich alle paar Jahre rebelliert. Österreich ist Holy Roman Emperor. Okay. Ist aber erst die erste Reichsreform durchgegangen, also ist nix quasi. Köln ist groß, hey, krass. Brandenburg ist auch relativ stark. Isar, aber die dürften nicht Teil des Reiches sein. Nope. Oh, neue Ansicht. Okay. Die Braunen sind jetzt wahrscheinlich die Wähler. Okay, interessant. Noch nicht gesehen. Vorher waren das ja verschiedene Grünabstufungen. Ganz hell war sozusagen der Kaiser und dann ein bisschen dunkler waren die Prinzen, die Electors meine ich, und der Rest waren dann halt so dunkelgrün. Jetzt ist der Kaiser purple, lila und braun sind die Wähler. Naja, aber das Heilige Römische Reich spielt keine große Rolle, denn die haben ja nicht mal die zweite Stufe bisher erreicht. Also wird sich da auch nicht viel ergeben weiter. Wir claimen fleißig in Mogadischu, also beziehungsweise in Mutapa weiter. Malwa. Und dann gleich hier wieder in Jharkhand, beziehungsweise Usbekistan, beziehungsweise Nogai. Können wir alles mal irgendwie gucken. Okay, Jharkhand hatten wir schon komplett. Dann fehlt jetzt noch, wir können in Usbekistan claimen, ja, die drei Provinzen hier. Machen wir auch mal, weil
Wir führen dann gleich einen Krieg, wir erobern die drei Provinzen, dann führen wir nochmal irgendwann einen Krieg und vasalisieren sie. Und führen dann Krieg gegen Jharkhand. Das ist relativ vielversprechend. Das sind immerhin 2, 4, 6, 8 Provinzen, die wir noch rausschneiden können. Für Usbekistan. Enclave of Infidels. Okay, bekommen wir Pietät? Ja, ich glaube schon. Dann geht das schneller mit dem Missionieren. Wir haben auch noch ein paar Provinzen, die nicht missioniert sind. Optisch sind, die müssten aber noch Religious Zeal haben, ja, alle drei. Okay, wir haben unten so eine Rebellenbekämpfungsarmee hingestellt. Das heißt, wir können eigentlich wieder Krieg führen. Multan und Malwa müssten, oder haben wir noch Truces? Nicht müssten, sondern wir haben auf jeden Fall noch Waffenstillstandsabkommen. Also könnten wir Jharkhand den Krieg erklären. Die sind mit Nogai, Jaunpur und Multan verbündet. Und im Krieg gegen Russland entsprechend. Wir claimen gerade in, nee, in Usbekistan, Mutapa und Malwa, also nicht in Nogai. Wäre Nogai denn vasalisierbar? Auch nicht. 104%. Mal die Diplomaten irgendwie zurückkommen, einen von denen. Vielleicht wird es schon der aus Afghanistan sein. Dann, ja, Kant. Ja, sollen wir ja Kant den Krieg erklären? Ich meine, wir haben nur Anspruch auf drei Provinzen. Mehr können wir nicht produzieren. Sind das denn usbekische Kernprovinzen? Zum Teil, ja. Also die eine hier. Eigentlich wäre es schöner, Usbekistan den Krieg zu erklären. Die dann halt im übernächsten Mal vasalisierbar wären. Noch schöner wäre es natürlich, wenn irgendjemand Usbekistan jetzt schon den Krieg erklärte und zwei, drei Provinzen abnimmt. Oh Mann, jetzt wird Russland schon von Nogai fertig gemacht. Was geht denn eigentlich? Okay, 8 Warscore ist nicht viel, aber. Das ist irgendwie gerade eine echt nicht so coole Situation mit der Legitimität. 50 Legitimität ist echt wenig. Afghanistan is about to be annexed. Mal gucken, wie das jetzt gleich aussieht. Haha. Go for it. Afghanistan, das hunderttausendste Land, das wir schon eingegliedert haben. Fast. Okay, wir erben 18.000 Mann. Völlig cool. Können wir auch noch verkraften. Wir haben deutlich unter unserer Manpower. Und haben jetzt hier die Möglichkeit, in Jharkhand ein bisschen mehr zu claimen, was eigentlich ganz cool ist. Die ganze Grenzregion hier, die drei Provinzen. Dann müssen wir nicht zwingend die usbekische Provinz nehmen. Also diese hier. Okay, und in Nogai müssen wir auch eine claimen. Ups. So. Und zwar Uist. Ja, wieder. Ustiot. Ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Lalala, so, Malwa hatten wir auch noch nicht fertig geclaimed. Genau, eine Provinz fehlt noch. Alright.
Wollen wir eigentlich den Fokus auf Admin, oder? Wir haben den auf Admin liegen. Ja. Tja, ja. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht für den Moment. Sondern dann irgendwann mal wieder auf Diplo umlegen, denke ich. Nehmen wir hier unten noch? Nope. Irgendwie ist das so ein bisschen ab vom Schuss, dass man das immer so vergessen kann. Okay, Sint liebt uns. Haben die inzwischen nochmal Ansprüche irgendwo fabriziert? Nope, haben sie nicht. Wir könnten auch in Multan nochmal fabrizieren, aber wir können ja nicht überall. Wir haben nur 4 Diplomaten. Der Krieg zwischen Russland und Nuga ist aus. Ich glaube nicht, dass da viel passiert ist. Nee. Okay, Moment. Commonwealth und Schweden sind nicht irrelevante Rivalen für Russland, aber Russland wäre bereit, sich mit uns zu verbünden. Was vor allen Dingen, wenn wir Richtung Zentralasien vorstoßen, eigentlich eine ziemlich coole Sache ist. Oder? Lass mal die Diplomaten wiederkommen, wir überlegen uns das mal. Was bauen wir für Gebäude? Wir könnten Barracks bauen, ein paar. Brauchen wir aber nicht unbedingt, unsere Manpower ist schon okay. Können aber auch nochmal ein paar Marktplätze bauen. Vor allen Dingen in Basra. Ich meine, da haben wir zwar 87% Anteil, aber kann ja nicht schaden. Wo ist noch überall Basra? Hier bis da oben, okay. 0,8 sieht gut aus, 0,8, 0,8. 0,8. 0,6. Basra ist auch noch hier überall, aber da sind eher schwache Provinzen. 0,6, 0,5. Na komm, den nehmen wir auch noch mit. Ming has announced Najd as the rival. Okay. Ist gut. Oh, die afghanischen Forts können mothballed werden. Alright. Hier ist noch eins sogar. Naja, also hier brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt überall eine Armee stehen haben. Ich würde sagen, wir ziehen immer nach Norden, weil wir da ja sowieso bald Krieg führen wollen. The Jihad is real. Okay, die 3 Diplomaten sind wieder da. Sehr gut. Also entweder wir erklären jetzt Nogai den Krieg und aber die sind mit Jakant verbündet. Wenn Diplomaten gerade wieder kommen und gucken. Die Osmanen wären dabei. Interessiert uns gar nicht so sehr. Jakant wäre allerdings auch dabei. Und das heißt, wir brauchen vorher noch Claims. Wir müssen vorher Claims fertig machen. Sonst kostet das eigentlich einfach zu viel. Das heißt, hier können wir auch überall noch claimen. Genau. Hat man nicht 4 Armeen? Ah ja, 4 Armeen hier hochgestellt. Genau, sehr gut.
Und ist wahrscheinlich noch ein bisschen beschäftigt mit dem Kernprovinzen hier, obwohl der sieht gut aus. Haben sie schon alles hinter sich gebracht? Ist Sindh denn eigentlich sunnitisch? Ja. Hervorragend. So, eine Provinz müssen wir noch in Jharkhand claimen. Sonst könnten wir auch jetzt schon Krieg erklären. Können so einen kleinen Zwischenkrieg hier in Usbekistan führen. Die haben keine Verbündeten. Und wir können sagen, take Sina, Siknak und Altikuduk. Wenn wir die beiden Provinzen nehmen, können wir von da aus nochmal claimen und im nächsten Krieg die vasalisieren. Eigentlich ganz cool. Zwischendurch können wir dann gegen Jharkhand Krieg führen, hier unten im Süden Provinzen wegnehmen. Wie gesagt, dann Usbekistan vasalisieren. Und auch dann Nogai eine Provinz wegnehmen, damit wir sie im Krieg danach und so weiter vasalisieren können. Ah, obwohl, die müssen wir gar nicht unbedingt vasalisieren. Das bringt nicht so viel. Da können wir einfach in Provinzen rausschneiden. Genau so machen wir das. Ja, Declare War, ne? Dann geht's mal los. Das ist der 312er. Das heißt, wir nehmen den hier rein. Laufen einmal durch bis zu dem vor. Oder vielleicht einfach nur bis zu dem. Mal sehen. Die werden ja nicht so viel haben. Nicht so viel Starkes vor allen Dingen. Mal eben was schauen gerade. Alles klar. Wieder da. Easy Game. Ja, hier können wir eigentlich schon alles komplett splitten und hier so eine Carpet Sieging machen. Wenn wir das vorhaben, es wird ja nicht lange dauern, die haben nur 500 Mann da drin stehen. Ja, dann dürften wir eigentlich auch schon Frieden erklären können. So geht das noch nicht leider, weil wir das vorher dafür brauchen. Aber ist ja mehr oder weniger ein Selbstläufer. Die hatten eh nicht so viele Truppen und die waren auch ziemlich schwach. Halt Usbekistan. Bald könnte man Military Attack machen. 100 Punkte noch. Nein! Oder vielleicht doch? Vielleicht ist das ganz cool. Ja, bitte. Die Sache ist, wenn Jharkhand jetzt hier quasi Usbekistan ein, zwei Provinzen abnimmt und wenn Usbekistan komplett belagert ist, dann sind die sehr, sehr willig, Frieden zu schließen. Was ist das Kriegsziel? Altin. Altin. Ah, Mist, das ist hier bei uns. Okay, nicht so gut. Habt ihr den Anspruch hier oben? Ja, an der ganzen kompletten Grenze. Das heißt, vielleicht nehmen sie es. Vielleicht nehmen die Frieden an. Dann wäre es nämlich so, dass wir die vasalisieren könnten. Also, wenn die hier oben zum Beispiel Arglin nehmen und was weiß ich, Narim oder so, dann können wir Usbekistan im gleichen Zug vasalisieren und sofort Krieg gegen Jharkhand führen. Und das wäre natürlich super. Das haben wir auch nicht. Verbündete haben die Nogai, Jaunpur und
Multan. Wir gucken mal. Gucken wir mal, was passiert. Pakistan hat hier oben noch Force. Von Jakant jetzt belagert werden. Nice. Oh, wir haben 4 freie Diplomaten. Sowas sollte nicht passieren. Vor allen Dingen nicht, weil wir überall claimen müssen. Okay, super. Wir claimen jetzt die letzte Provinz in Jakant. Das heißt, da können wir bald Krieg führen. Vielleicht können wir auch noch eine kleine zusätzliche Armee bauen, um hier unten Mutapa wieder anzugreifen. Wenn wir uns erinnern, waren die im letzten Krieg allerdings extrem stark, weil die unglaublich viel Geld haben. Durch die ganzen Provinzen mit Gold. Nee. Wir wollen euch vasalisieren. Das wäre natürlich hervorragend, wenn das klappt.